Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zur heutigen Vorspieltagspressekonferenz vor dem Spiel des HC Erlangen gegen die HSG Wetzlar am kommenden Sonntag um 12.30 Uhr hier bei uns in der Arena Nürnberger Versicherung. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Trainer Adalstein Ejofsson und unseren Torhüter Goraskov. Ja, und wie immer geht die erste Frage an unseren Trainer Adli. Da interessiert uns natürlich in erster Linie, Adli, wie hast du die Mannschaft auf das Spiel gegen die HSG Wetzlar jetzt auch nach den zwei Siegen im Rücken vorbereitet? Ja, wir haben uns das erste Mal, mit Andi Schröder ging es ja ein Spieler nochmal verloren gegangen nach dem Spiel. Deshalb haben wir halt eher auf Regenerationskurs jetzt gegangen, dass wir, auch wenn das ein Unfall war, aber wir werden heute und haben auch am Dienstag angefangen, auf unsere Angriffsstruktur mitzuarbeiten. Wir das heute halt weiter noch klarer vorbereiten. Und dann haben wir halt für die Deckungsarbeit jetzt Freitag und Samstag, dass wir optimal auf Wetzlar halt eingestellt werden. Wissen aber auch, dass mit Wetzlar eine Mannschaft, die nichts umsonst zum Final Four geschafft hat, gute Ergebnisse hier letzt gegen Melsungen auch gewonnen hat, der brandgefährlich ist, vor allem ihre Abwehrverhalten und die erste Welle, die müssen wir unbedingt unterbinden. Und natürlich auch mit das Kreislauferspiel, ob das Mikolowski und Pöter mit Kohlberger zu tun haben. Und das werden halt unsere Aufgaben, die wir lösen müssen, um auf hier zu Hause Wetzlar schlagen zu können. Danke, Adli. René, nach dem letzten Heimspiel gegen Hannover herrschte hier eine fantastische Stimmung. Was denkst du, erwartet unsere Fans am Sonntag? Ja, nicht nur gegen Hannover, sondern natürlich auch nach unserem Auswärtsspiel in Hüttenberg herrschte sehr, sehr schöne und euphorische Stimmung. Die wollen wir natürlich mitnehmen und unser Selbstvertrauen weiter aufbauen. Wobei das natürlich jetzt am Sonntag nicht minder schwer wird wie gegen Hannover schon. Das ist eine Top-Mannschaft, die auch schon Top-Mannschaften geschlagen hat, sehr konstant spielt und dementsprechend auch mit ihrer, Adli hat es schon gesagt, sehr, sehr starken Abwehr, aber fast vielleicht sogar noch stärkeren Angriffskombination mit Kohlbacher am Kreis, der uns das Leben, wie schon in der Vergangenheit mit Sicherheit, wieder sehr, sehr schwer machen wird. Dafür müssen wir Lösungen finden, was ja unsere personelle Situation nicht unbedingt vereinfacht bzw. einfacher macht. Durch Andi fehlt ein weiterer Innenblock-Spieler. Nico Link ist ja auch noch nicht bei 100% und mit Jan Schäffer fehlt auch noch ein weiterer, der diese Position bekleiden kann. Da wird es schon langsam eng. Deswegen umso gut oder umso besser, dass wir natürlich noch auch jetzt mit Sergej Kopischin jemanden haben, der uns da unterstützen wird, aber auch Michael Haas kann wieder seine Qualitäten dort zeigen, was auch mal wieder zeigt, welche Wichtigkeit er auch für unser Abwehrspiel hat. Aber nichtsdestotrotz kommt es natürlich auch darauf an, vorne Lösungen zu finden gegen diese ja, sehr kompakte und sehr starke Abwehr, verbunden mit einem der besten Torhüter der Liga, mit Buric. Und ja, das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Deswegen hoffe ich, wie auch in den letzten beiden Aufgaben, sei es jetzt in Hüttenberg oder auch hier zu Hause, wird es auf den Faktor der Fans natürlich auch wieder ankommen. Das haben wir in Hüttenberg ganz stark gemerkt, wo um die 150 Erlanger Anhänger uns da zum Sieg gepeitscht haben, trotz dieser heißen Atmosphäre. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank für diese Unterstützung. Aber sie werden wir auch am Sonntag benötigen, um da vielleicht eine ähnliche Sensation zu schaffen wie gegen Hannover. Aber ich glaube, uns erwartet da ein sehr, sehr spannendes und spektakuläres Spiel. Und darauf freue ich mich natürlich sehr. Danke, René. Gorasch, is it easier for you to play handball after winning the last two games? And what do you expect from the team from Wetzlar? It's easier. Yeah, this you must ask psychologic. Yeah? Mm-hmm. And the man who is psychologic, because for the players, I know. I think it's every game. It's a little psychologic war. But it's nice. I think a lot of games this year we play outside better than at home. And one time, after a long time, we win at home. Maybe we lost some points. We play X, draw at home. It's nice. We have, I think, 21 points. And now, I think after this, the last three, four games, I think we are more stability and we have more... more fun in the game, I think. Now we have problem with Angel, but okay. Who is not here, we must play without him. And I think, I hope it's been good Stimmung and Sonntag, and then
we don't need, but I hope and we must to take these 2 points against Wetzlar. Thank you. So, dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Die erste Frage nach Andi, wie geht's ihm, wie sieht's aus? Ja, ich glaube, man kann sagen, den Umständen entsprechend gut. Er hat die Operation gut überstanden, wird auch heute im Laufe des Tages das Krankenhaus auch wieder verlassen können. Aber dann wird es mit Sicherheit noch einige Zeit dauern, bis wieder die Struktur und die Nase so gefestigt ist, dass man wieder auch an Handball denken kann. Ich glaube, wir sind da gut beraten, da jetzt keinen klaren Zeitplan vorzugeben, bis wann es wieder passen muss, sondern wir schauen einfach in enger Absprache mit unserer ärztlichen Abteilung, wann er es wieder risikofrei oder auch vertretbar ist, dass er wieder in die Abwehr sich stellen kann. Weil klar, es ist eine Sollbruchstelle, wo du permanent auch einen Schlag drauf bekommen kannst. Und dementsprechend sollte da schon wieder alles passen, bis wir ihn wieder ins Feuer werfen. Aber da stimmen wir uns Woche für Woche ab und schauen mal, wann er uns wieder unterstützen kann. Ali Gorosch hat den psychologischen Faktor angesprochen. Ihr seid ja praktisch, gut, rechnerisch fehlt noch ein Punkt, aber ihr habt jetzt den Klassenerhalt definitiv gesichert, habt die letzten Spiele, jetzt 3 Spiele umgeschlagen. Macht es das jetzt einfacher? Es ist natürlich, wie gesagt, Druck ist immer gut für Sportlern allgemein. Wir spielen immer mit einem gewissen Druck und deshalb finde ich, dass natürlich ist diese Angst von Abstieg, dass das weg ist oder dass die Spieler in diese Richtung denken, sondern das geht einfach weiter um diesen Moment, den ich am Anfang an gesagt habe. Es geht jetzt um die Entwicklung, die spielerische Linien halt zu festigen, um es weiter beide im Abwehr und Angriff zu festigen und weiter zu entwickeln. Und da kannst du lieber in diese Richtung sehen und das wird auch dann zu Ergebnissen bringen, glaube ich, wenn man das gut macht, als wenn man zu sehr nur auf das Ergebnis, sondern ich möchte jetzt einfach auf die Performance und die Leistung jetzt sehen und dann werden die Ergebnisse auch folgen. Kann man sagen, dass jetzt die Ergebnisse des Turnaround oder der Turnaround ist geschafft und man hat in den letzten Spielen ja die Ergebnisse deiner Arbeit ja auch gesehen. Hüttenberg, danke. Habt ihr dann ein bisschen Probleme gekriegt in der ersten Halbzeit? Waren zum Teil eigene Fehler, aber auch in der Abwehr. Und dann hast du umgestellt, auf Offensive Micha Haas vorgezogen, womit der Gegner ja überhaupt nicht klarkam. Kann man sagen, jetzt wird die Handschrift so immer deutlicher sichtbar? Also ich glaube, wenn alle wieder fit sind, können wir darüber sprechen. Momentan müssen wir sehr viel auch ändern und machen, weil einfach Leute fehlen. Aber wir haben mittlerweile einen Plan A, B und C und manchmal auch ein D, die Jungs langsam auch unter Druck umsetzen können. Und das war nicht immer der Fall am Anfang. Das Gleiche, unterschiedliche Charaktere werden jetzt mit bestimmten Fähigkeiten angesetzt, die besitzen, die auch gut vor der Mannschaft sind. Ich sehe jetzt Jonas Link am Wochenende oder jetzt, wo Teile auch uns sehr viel hilft in einigen Situationen, wo wir die Fähigkeiten, die wir haben, auf den Punkt bringen können. Also wir haben jetzt die Instrumente, um die Spieler in diese Situation zu bringen. Aber klar, nicht ist alles perfekt, aber die Richtung stimmt halt. René, du hast die Stimmung angesprochen. Wie läuft der Vorverkauf? Mit wie vielen Zuschauern ist zu rechnen? Ja, also wir rechnen mit wieder deutlich über 4.000 Zuschauern. Deswegen werden wir mit Sicherheit wieder eine sehr, sehr gute und hoffentlich genauso leidenschaftliche Stimmung haben wie gegen Hannover. Aber ich glaube, da haben die Jungs jetzt auch in den letzten Wochen gezeigt, dass sie das aufgreifen und auch in Punkte ummünzen können. Ob das am Sonntag auch wieder klappt, werden wir sehen. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade in dieser Situation, wo wir nach wie vor arge personelle Probleme haben. Wir haben jetzt ja auch Johannes Seline noch nicht angesprochen, der uns ja auch fehlen wird. Dass wir da zusammenrücken, zusammenhalten und zusammen mit unseren Fans diesen Sieg vielleicht hier nach Nürnberg holen können, beziehungsweise die Punkte hier in Nürnberg behalten können.
Let's talk about psychology. Psychology. Okay. In Hüttenberg, Katze played really well. You sat outside 60 minutes. What kind of feeling was it inside of you? You always want to play normally, if possible. But I think every player wants to play. Ne? It's possible. Ne? But here is the coach who decides who will play and who not. And I have conversation with coach after, I don't know, 1 month ago. And he say me like that. And I respect this. And this, when he give me the chance, I want to take the chance. I have 40 years and I'm not so angry if I don't say some game. But I'd like be speak with coach. It's difficult if you don't save 5, 6, 7, 6 games in the row. Then I difficult to help the team. And the next year we will change a little tactic and this and. But if Katze save good, I celebrate because this is it's not only Katze. It's we must to give also the goal, né, to win the game. And for now it's everything good. We have this the last. Like I say, the last 3 games we play very good, defense, attack, everything. We want to take one big scalp. First 5, 6 team who play in Bundesliga, we take Hannover. Now we have not the last chance, but we have to take. We must to play good against Wetzlar, and then we have Rhein-Neckar and Melsungen at home. And then, if Rhein-Neckar want to be first, they must to win us. Ja, gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen und freue mich, Sie dann schon am nächsten Sonntag hier wieder begrüßen zu dürfen.